Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum, wo wir uns jetzt dem linken unteren Raum widmen werden. Denn hier stehen noch ein paar Spielautomaten, die können wir aber leider nicht bedienen, aber es ist ja auch nicht weiter schlimm. So, die Organisation, die diesen Turm gebaut hat, will hier wohl reiche Persönlichkeiten aus aller Welt versammeln und ein Riesenvermögen scheffeln. Aber dafür brauchen sie doch bestimmt eine Attraktion, auf die die Leute aufmerksam werden. Genau, natürlich, dafür sind die Kämpfe mit Krypto-Pokémon gedacht. Aha, Rasa Cho. Hallo Cho, wie geht es dir? Und dir wird es gleich nicht mehr so gut gehen. Mashok und Vulnona. Okay, Mashok und Vulnona. Gegen Mashok werden wir eine Konfusion einsetzen, die bestimmt nicht ausreichen wird, kann ich mir zumindest vorstellen. Achso, ich habe jetzt Ente nur gelesen, weil ich das eh irgendwie übersehen habe. Na gut. Mashok und dann Pokémon. Ich hoffe nur, er macht keine Vergeltung. Das könnte nämlich ganz übel enden. Also, das könnte übel enden. Wir müssen erstmal sehen, ob Mashok das durchhält. Und das ist halt die Frage. Und warum kommt immer noch keine Psychokinese? Hitzekoller. Attacke ging daneben. Sehr schön. Ja, dann können wir jetzt erstmal hier mit einer Konfusion angreifen. Ist schon mal sehr effektiv, aber ich hoffe, dass er keine Wuchtschlag. Okay, wenn das trifft, verwirrt das. Dann verwirrt es das Pokémon. So, wir machen jetzt einfach mal 2-1 Risiko. Und zwar die Konfusion und dann den Surfer. Der Hitzekoller, der geht nicht daneben. Schade. Ein Volltreffer und trotzdem noch überlebt. Okay, der Spezialangriff sinkt schon mal. Das ist sehr gut. Just Rainy ist verwirrt und verletzt sich. Bitte nicht selbst. Schade. Okay, hat sich verletzt. Schade. Gut, die Konfusion, die sollten wir erstmal anwenden. Und ich werde gucken, was das nächste Pokémon ist. Und daran werde ich entscheiden, ob ich nun einen Hyper-Top-Trank oder was weiß ich auch einsetze. Und auf jeden Fall, Jasmin erreicht Level 44. Okay, der Spitzverteidigungswert, der sticht positiv hervor. Zumindest bei dem, was wir hier gerade haben. Magneton, warte mal, da habe ich eine Idee. Und zwar Pokémon. Ich werden wir nämlich eintauschen gegen Anel. Genauso werden wir das machen. Gegen Anel werde ich dich eintauschen. So, und Just Rainy, du wirst einen Surfer machen. Ach so, jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Aber gut, es ist ja nur dieses Eintauschen. Ich wunderte mich schon, was das für eine Animation war. Nicht verletzen, genau. Einen Surfer anwenden. Dadurch können wir nämlich Vulnona erstmal gehörig Schaden zufügen. Und Magneton bekommt auch ein bisschen was ab. So, zack. Sehr effektiv. Leider nur ein bisschen. Vulnona gräbt sich ein. Blitzkanone. Okay, das wird auf Just Rainy gehen. Das ist klar. Natürlich sehr effektiv, aber gerade noch überlebt. Das ist sehr erstaunlich, was er gerade von sich geht. Also, so langsam macht sich das bemerkbar. Kampf. Wir werden erstmal einen Erdbeben anwenden. Aber wir müssen natürlich Just Rainy austauschen. Nein, wir müssen es austauschen. Und zwar gegen das Etwas. Und wenn jetzt keiner getroffen wird, also wenn man beim Schaufeln nicht durch ein Erdbeben getroffen wird, dann weiß ich auch nicht weiter. Also ich meine, es ist ja nur zu logisch, dass eigentlich der Erdbeben treffen muss. So, hier ist es schon mal sehr effektiv. Magneton kann dagegen nichts machen. So, und nun? Ja, natürlich trifft es auch das Etwas, das ist klar. Und das ist sehr effektiv. Ich glaube sogar, wenn es den Schaufler macht, ist es umso effektiver. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt, aber wenn das stimmt, das kann mir ja mal einer schreiben oder bestätigen, verifizieren bzw. falsifizieren. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall trifft es. Also das ist ja auch logisch. Wäre auch schlimm, wenn dem nicht so wäre. So, wir haben nur noch einen Schwalboss. Deswegen werden wir mal Anel kämpfen lassen mit einem Feuer-Odem. Und wir werden mal das Pokémon auswechseln. Und zwar zu Raikou. Da habe ich dich. Nee, warte mal. Wir werden erstmal Entei reinholen. Das braucht noch ein bisschen Kampferfahrung. Danach richte ich das ja leider gerade ein bisschen. Aber man kann es ja nun nicht jedem immer überall recht machen. Feuer-Odem. Flieg und Sieg. So langsam haben die Pokémon wenigstens ein bisschen Power, dass hier auch ein bisschen Schaden entsteht. Und Schwalboss hat erfolgreich Schaden bekommen. Und ist paralysiert, sodass es eventuell nicht angreift, aber es leuchtet. Okay, ich will nur mal ganz kurz gucken. Der Feuer-Odem, der wird treffen, gehe ich davon aus.
Und hier haben wir den Biss. Hm, warte mal. Wir könnten ja noch ein anderes Pokémon reinholen, um ein paar EP zu sammeln. Nö, machen wir nicht. Wir machen das nicht. Also, Pokémon. Nee, Kampf. Und ein Biss auf Schwalboss. Und dann sollte das reichen. Ich meine, das hat ja ordentlich Schaden angerichtet. Deswegen, zack, Flick und Sieg. Na, Schwalboss hat sich erfolgreich behaupten können. Nicht erfolgreich behaupten können. Das können wir schon mal so sagen. Okay. Dadurch haben wir ihn besiegt. Und besser kann es doch gar nicht sein. Und ich werde dann auf jeden Fall... Es sieht mir gar nicht ähnlich zu verlieren. Ja, tut mir leid, dafür kann ich ja nichts, wenn du so schwach bist. Und kapiert, Kämpfe sind immer eine Attraktion, egal wer gewinnt und verliert. So, hier haben wir ja noch einen Trainer, aber den werde ich gleich in Angriff nehmen, denn erstmal muss ich meine Pokémon heilen, also bis gleich. Gut, wieder in diesem Raum werde ich mich jetzt den anderen Trainer stellen. Und dann gucken wir mal. Du bist also dieser Francine vom Team Krall? Ha, mit dir wollte ich schon lange mal kämpfen. Und jetzt zeig mir, dass du wirklich so toll kämpfen kannst, wie man immer hört. Machen wir. Biker Jack. Hallo Biker Jack, wie geht es dir? Alles in Ordnung bei dir soweit? Donphan und Sandamer. Okay, da sind die beiden Pokémon nicht gerade so die beste Wahl, die ich gerade hier habe. Deswegen werde ich ja mal komplett eine Runde tauschen müssen. Wenn es nämlich beide Bodenviecher sind, dann, ja, ne? Ist halt nicht so. Pokémon. Dann tauschen wir dich mal ein. Genau. Jastrini. Und wir tauschen ein. Ist eigentlich eine weitere Attacke schon parat? Nein, immer noch nicht. Also Pokémon. Und zwar darf 88 Anel ran. Und dann mit einem Surfer in Kombination mit dem Erdbeben könnt ihr das eigentlich nicht überleben. Und Donphan ist ja ein reines Boden-Pokémon. Deswegen ist es jetzt nicht so ganz empfindlich gegen Surfer, wie zum Beispiel ein Geowatz. Was er dann eine Vierfachschwäche dagegen hat. Aber okay, wir müssen erstmal einen Felsgrab erleiden. Das ist nicht sehr effektiv, würde mich auch wundern. Aber unsere Init wird sinken. Genau, sie sinkt zum Glück nur normal. Aber sie könnte... Okay, sie hätte noch mehr sinken können, aber das ist zum Glück nicht eingetreten. So, und Erdbeben. Aber erstmal einen Surfer. Vielleicht muss ja der Erdbeben gar nicht sein. Wir gucken erstmal. Also. Das ist schon mal sehr effektiv und trifft natürlich nicht ganz, leider. Na gut, dann muss der Erdbeben noch einsetzen. Tut mir leid. Dann muss noch ein bisschen hier... Ich weiß immer nicht, wie das ausgewählt wird. Also welches Pokémon da zuerst getroffen wird. Weil manchmal ist es das eigene Team-Pokémon, was da zuerst getroffen wird. Das andere mal wieder nicht. Naja. Wie dem auch sei... Okay, bei Sandama war es nicht mal effektiv. Aber Boden auf Boden war doch effektiv. Eigentlich. Na gut. Kommt noch irgendwas dazu? Ja, ein Level-Up, nämlich Stufe 45 mit Spezverteidigung plus 4. Ja, Suicune ist ein guter Verteidiger, das kann man sagen. Und Morlord. Morlord wird in den Kampf geschickt. So, jetzt muss man überlegen. Das könnte Eisattacken machen, das Morlord, ne? Könnte uns mit Eisattacken angreifen. Das wäre natürlich nicht so günstig. Jastrini muss man erstmal austauschen. So, Raikou kann dagegen auch nichts machen. Wir haben nämlich keine Pflanzenattacke. Das ist ein kleines Problem. Und Entei ist dafür auch nicht geeignet. Wir probieren einfach mal Jasmin aus. Ja, obwohl... 88 Anel kann da auch nicht wirklich was machen. Ich tausche es mal lieber aus. Pokémon. So, und zwar gegen... Ja, gegen wen am besten? Wir probieren es mal mit Jasmin. Jasmin ist bereits ausgewählt. Ach so, ja, das etwas. Ja, vielleicht habe ich auch mehr Schiss, als ich eigentlich haben müsste. Aber nein, wir gehen mal auf Sicherheit. Wir müssen ja nicht den Teufel an die Wand malen, wie man so schön sagt. Deswegen, da mache ich lieber einen Rückzieher, denn ich denke mal, dass Morlord eine Eisattacke kann. Okay, ich mach das mal Felsgrab. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wenn es nur Felsgrab könnte, dann wäre das ja wenigstens nicht so schlimm. Okay, Jasmin, du machst eine Konfusion. Und das etwas, du machst... ja, was machst du denn am besten? Einen Biss auf Morlord. Konfusion, flieg erstmal. Und sieg dann mal.
Wie viel ziehst du ab? Es könnte mehr sein. Es könnte durchaus mehr sein. Aber es könnte jetzt natürlich auch zurückschrecken. Nein, leider nicht. Es setzt einen Lebensschuss ein, was irgendwas anderes senkt. Wahrscheinlich nochmal die Init, oder? Und? Was senkt es genau? Die Init. Ja, nochmal Init senken. Warum denn auch nicht? Zwei Attacken haben, die Init senken. Tja, man kann halt nicht alles haben, ne? Oder in diesem Fall kann es doch mal fast alles haben. Also dann. Ja, der Schaden ist ordentlich und bis... Also ich bin trotzdem noch schneller. Hat es dem Warlord also nichts gebracht. So. Adieu, sage ich mal dazu. Das war's dann, liebes Warlord. So, wunderbar, wunderbar. Dann ist alles klar. Oh, fast einen neuen Level gehabt. Aber auch nur fast. So. Du, ich bin besiegt. Tja, dafür kann ich ja nichts. Und ich bekomme 410 Poké-Dollar. Was für ein Gegner. Tja, ne, erstaunlich. Pokémon, wie sind meine Pokémon in welcher Verfassung? Die sind in einer ganz guten Verfassung, dann können wir ja ohne Probleme weitermachen. Willkommen, schön euch mal wiederzusehen. Erinnert ihr euch noch an mich? Was? Ihr müsst euch erinnern. Es ist schon eine Weile her, wir haben uns in Fennac getroffen. Ah, mein Name ist Marino. Ihr habt mich vielleicht vergessen, aber ich vergesse nicht. Ihr hattet die Stirn, mein Tyrakrok zu stehlen. Aber heute ist endlich der Tag der Abrechnung gekommen. Ja, man hätte das wählen können, sag ich mal. Man hätte auch noch zwischen, Endivir und, Andrea, das Feuerviech. Dieses Viech da mit Feuer. Tornuptus, die Weiterentwicklung. Igelava, natürlich. Igelava. Nee. Die Zwischenstufe. Naja, ihr wisst schon. Also diese Zwischenstufe da halt. So, wir haben ein Gift-Pokémon. Was? Nein, kein Scanner. Wir machen eine Konfusion auf Slymog. So, ein Entei werden wir eintauschen. Wir werden es gegen das Etwas tauschen. Ja, es hat zumindest mal ein bisschen gekämpft. Also zumindest hat sich das Herz da wieder ein bisschen geöffnet. So, und was kommt als nächstes, ne? Konfusion erstmal auf Slymog. Das wird das nur zur Hälfte, denke ich mal, füllen. Oder... Ach Gott, nicht mal. Hilfe. Spukball? Spukball? Auf wen? Ja, das ist nicht sonderlich effektiv. Und auf Jasmin hat es natürlich keine Chance. Säurepanzer, okay. Es erhöht die Verteidigung oder Spitzverteidigung? Verteidigung steigt stark. Ja gut, die Verteidigung, die kannst du ruhig steigern. Das ist mir egal. Wir machen eine Finte. Auf Gronkh. Wir machen eine Finte auf Gronkh. Ja, irgendwie, als ich das Pokémon mal las und dann irgendwie mal irgendwann den Namen Gronkh hörte, da musste ich irgendwie... Gronkh springt auf. Ah, Sprungfeder. Eieieiei, warte mal, das ist eine Psychoattacke. Quatsch, eine Flugattacke. Ich könnte mir vorstellen, dass die auf Jasmin geht. Und Jasmin wurde natürlich vergiftet. Das war sowas von glasklar. Warum das auch immer bei mir eintreffen muss und bei den Gegnern nie? Naja gut. Das ist Pokémon. Da darf man sich über sowas nie aufregen. So. Eine Flugattacke. Die dürfte eigentlich nicht sehr effektiv gegen Raikou sein. So, und dann wollen wir doch mal sehen. Das Etwas. Du machst eine weitere Finte. Ja, machst du. Komm. Auf Gronkh. Mach eine Finte auf Gronkh. Also, wie gesagt, bei diesem Pokémon denke ich da halt irgendwie immer Sprungfeder. Obwohl es kein Flug-Pokémon ist, aber ich habe mal lieber Raikou eingetauscht. Ist nicht sehr effektiv, deswegen... Achso, aber ich bin paralysiert, natürlich. Ja, wenn es sonst keine weiteren Wünsche gibt, dann... Ja, warum denn auch nicht? Das ist natürlich ein bisschen nervig, muss man dazu sagen. So, das Schlammbad, das macht ganz schön viel Schaden dafür. Okay, was machen wir als nächstes? Warte mal, wir machen erstmal einen Regentanz. Machen wir einen Regentanz? Vielleicht sollten wir ihn machen. So, wir machen erstmal einen Regentanz. Und das Etwas, du machst weiterhin eine Finte. Ja, obwohl, wenn er wieder Sprungfeder einsetzt, dann... Nee, Spukball. Spukball, das sollte mich nicht,
erledigen. Nein, ganz und gar nicht, dann hätte ich nur noch Angst vor diesem Schlammbad. Aber na gut, das werden wir ja gleich sehen. Also, das ist schon mal sehr effektiv, auch wenn es nicht wirklich viel abzieht. Und Slimer gräbt sich ein. Wir machen erstmal einen Regentanz. Slimer gräbt sich ein. Da werden wir natürlich einen Nachteil haben. Deswegen sollte ich mal schleunigst das Pokémon austauschen, denn ich kann mir vorstellen, dass der Schaufler gegen Raikou gerichtet ist. Deswegen tauschen wir mal schnell das Pokémon aus. Gegen Jastreni. Ja, das ist die einzige vernünftige Möglichkeit. Und das etwas. Wir sollten eine Finte anwenden. Aber wir gucken erstmal, ob er überhaupt Sprungfeder macht. Das wissen wir ja nicht. Aber dadurch, dass er halt den ersten Angriff hat, macht er Spukball. Okay. Spukball. Wie viel zieht das ab? Ein Volltreffer, also nicht viel. Das zieht verschwindend wenig ab. Also Finte. Triff ordentlich und dann sind wir beide froh. Sehr effektiv. Okay. Und dann kommt der Schaufler. Der Schaufler hat aber auch nicht viel abgezogen, deswegen ist das hier auch weiterhin kein Problem. Man sagt in die Uhrzeit, okay. Die Uhrzeit sagt, dass wir bald hier den Part beenden müssen. Das sagt mir die Ein-Mann-Redaktion. So. Das etwas, du machst noch eine Geheimpower auf Slimer. Genau. Wenn es jetzt nicht schon ausreicht, das müssen wir ja mal sehen. Also. Flieg und Siegsurfer. Gronkh wurde damit besiegt. Aber echt? Also wenn man das übersieht, ja. Aber na gut. Also. Es hat nicht ausgereicht. Es hätte nicht sein sollen. Sollen sein, meine ich. Und dann gucken wir mal weiter hier. Also, die Verteidigung. Quatsch. Ja, die Verteidigung ist schon mal gut gestiegen. Und die Geheimpower, die sollte ihr übrigens noch tun. Oder eben auch nicht. Na gut. Dann müssen wir nochmal einen Schlammbad erdulden. Oder ein Schlammbad. Ich wollte eigentlich nicht mehr im Schlamm baden, aber gut. Eigentlich soll das ja auch gesund sein, so einen speziellen Schlamm. Und natürlich wurde, ich mal wieder vergiftet. Ja, natürlich. Natürlich, warum denn auch nicht? So, jetzt kommt noch die Vergiftung. Da ziehen wir das noch ein bisschen in die Länge. Aber was soll's. Wir machen einen Aurora-Strahl. Und das etwas, du machst einfach noch eine Geheimpower und dann war's das. Mit diesem Trainer. Und dann haben wir nämlich das gesamte untere Stockwerk hier abgeschlossen. Das ist auch schon mal immerhin ein Fortschritt, den wir hier verzeichnen können. Also Slimog, adieu. So. Wunderbar, wunderbar. Das etwas erhält noch ein paar EP. Genauso sieht es aus. Raikou auch. Ja, hat doch jeder überlebt. Was will man denn mehr? Wir haben Marino besiegt. Verflucht. Schon wieder verloren. Tja, dafür kann ich ja nichts. Am 1800 Pokédollar. Da könnte man sich schon mal eine Essenz von kaufen. So, und der ist weg. Der ist ganz einfach weg. Okay, dieses rote Leuchten ist natürlich diese Vergiftung. Und im nächsten Part können wir endlich weiter nach oben. Aber wie das aussieht, werd jetzt noch nicht verraten. Und ich hoffe, euch hat dieser Part soweit gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, im nächsten Part von Pokémon Kolosseum sieht man sich.